Baden-Württemberg gestalten, nicht verwalten. Das ist die Aufforderung der CDU gut 3 Wochen vor der Landtagswahl. Mit seiner Rede machte Kretschmann-Herausforderer Guido Wolf deutlich, dass die kommende Landesregierung den Blick auf das Land und auf dessen Zukunft werfen müsse. In seinen Augen sei die aktuelle grün-rote Regierung davon meilenweit entfernt. Mehrfach sieht er sich bestätigt, dass ein Regierungswechsel her muss. Besonders was die Bildungspolitik angehe, sei der Unmut in der Bevölkerung so groß wie nie zuvor. Speziell bei der Qualität sieht der CDU-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat Guido Wolf Handlungsbedarf. Auch brauche das Land einen Aufbruch in der Sicherheitspolitik, ebenso bei der Verkehrspolitik. Der Straßenbau ist in den ersten Jahren Ihrer Regierungszeit eingeschlafen. Bis zum Jahr 2015 keine neue Landesstraßenbaumaßnahme, keine kommunale Straßenbaumaßnahme. Sie haben jetzt erst auf der Zielgeraden begonnen, wieder neue Maßnahmen in Angriff zu nehmen. Wir brauchen in den nächsten 5 Jahren eine Offensive im Straßenbau und wieder einen Verkehrsminister, der auf Ausbau setzt und nicht auf der Bremse steht. In den Augen von Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid völliger Unsinn. Der SPD-Spitzenkandidat sieht das Land unter Grün-Rot in den besten Händen. Baden-Württemberg sei so stark wie nie zuvor. Beim Wirtschaftswachstum sind wir unangefochten an der Spitze aller Bundesländer. In keinem Bundesland ist die Arbeitslosigkeit so niedrig wie bei uns. Dank uns, dank der Politik, der konstanten, beharrlichen Politik über 5 Jahre hinweg, ist der schwarz-gelbe Sanierungsschau endlich Geschichte. Wir geben deutlich mehr aus für den Erhalt von Landesstraßen, deutlich mehr aus für den Erhalt von Landesgebäuden. Grün-Rot habe, Zitat, nicht nur gerade gebogen, was die CDU verbockt habe, sondern auch viel angepackt. So habe das Land die beste Kinderbetreuungsqualität in Deutschland und neue Wege durch Bildung eröffnet. Einen ausführlichen Bericht über die Plenardebatte sehen Sie dann morgen.